Jetzt gerade bricht über den Flugzeughersteller Boeing echt alles auf einmal herein. Klar, es gibt ernste Anschuldigungen zum Thema Boeing 737 MAX, logisch. Dann gibt es jetzt aber auch noch ernste Anschuldigungen von unter anderem auch Mitarbeitern aus dem Boeing-Werk in Charleston. Dort baut man die 787, den Dreamliner. Ja, das wird noch eine ganz große Geschichte. Das beobachten wir selbstverständlich weiter. Das dürfte noch sehr, sehr spannend werden. Jetzt soll es aber um etwas anderes gehen. Und zwar habt ihr auch gestern wieder unter dem Boeing 737 Video, da seid ihr häufiger schon mal darauf eingegangen, dass man die aktuelle Situation der 737 MAX ja durchaus mit der DC-10, mit der McDonnell Douglas DC-10 vergleichen kann. Und da dachte ich mir, das könnten wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Warum kann man die beiden Situationen überhaupt miteinander vergleichen? Warum kann man diese Flugzeuge miteinander vergleichen? Was gibt es für Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin selber immer wieder überrascht, wenn ich mal darüber nachdenke, was da jetzt eigentlich gerade alles im zivilen Flugzeugbau los ist. Diese Situation, dass das Konstrukt zwischen Airbus und Boeing, also zwischen den beiden Flugzeugherstellern, die aktuell wohl die einzigen sind, die es im wirklich großen Stile schaffen, erfolgreich große zivile Flugzeuge zu bauen, dieses Konstrukt, dass das so ins Wanken gekommen ist, das gab es in den letzten Jahren eigentlich gar nicht. Aus dem Grund ist das höchst spannend, das jetzt weiter zu beobachten und darüber nachzudenken, was das eventuell alles noch für Auswirkungen haben könnte. Da könnte sich einiges verändern in Zukunft. Aber gut, wir bleiben erst einmal in der Gegenwart und jetzt lässt sich die aktuelle Situation der Boeing 737 MAX durchaus vergleichen mit der damaligen Situation der McDonnell Douglas DC-10. Und um das jetzt vernünftig verstehen zu können, müssen wir einmal knapp 50 Jahre in die Vergangenheit gehen. Das ist tatsächlich schon so lange her. Um euch da kurz an der richtigen Stelle abzuholen, vor 50 Jahren, also rund um 1970, da sah der zivile Flugzeugbau selbstverständlich noch ganz, ganz anders aus, als das heute der Fall ist. Ein Duopol, so wie ich das eben angesprochen habe, das Konstrukt zwischen Airbus und Boeing, den beiden erfolgreichen Flugzeugherstellern, die sich den Markt quasi untereinander aufteilen, das gab es da so nicht. Tatsächlich gab es damals den europäischen Flugzeugbauer Airbus noch gar nicht. Der wurde im Jahr 1970 gegründet. 1972 ist dann der erste Airbus, der Airbus A300, zum ersten Mal geflogen. 1974 hat man dann die ersten Exemplare des Fliegers bei den Fluggesellschaften gefunden. Große Verkehrsflugzeuge wurden zu dieser Zeit fast ausschließlich in den Vereinigten Staaten produziert. Dort gab es ganz klar den Flugzeughersteller Boeing. Die brachten 1970 die Boeing 747, den Jumbo. Der wurde dort in diesem Jahr in Dienst gestellt. Dann gab es den Flugzeughersteller Douglas, den einst größten Flugzeughersteller der Welt. Flugzeuge wie die DC-3 oder die DC-6, die kennen wir alle, haben wir irgendwo alle schon mal gesehen. Die haben sich dann zusammengeschlossen mit einem weiteren amerikanischen Flugzeugbauer, der auch schon einige erfolgreiche Jahrzehnte hinter sich hatte. Das war McDonnell Aircraft. Die hatten sich hauptsächlich auf Militärflugzeuge konzentriert und bauten beispielsweise die legendäre und sehr erfolgreiche F-4 Phantom. Und auch dieses Flugzeug kennt man. 1967 kam dann der eben angesprochene Zusammenschluss dieser beiden Flugzeughersteller aus McDonnell Aircraft und Douglas wurde, ihr ahnt es natürlich, McDonnell Douglas und die brachten 1970 dann die Douglas DC-10 bzw. ganz offiziell dann ja die McDonnell Douglas DC-10. Also wir merken uns 1970 das erste Mal geflogen und 1970 brachte noch ein weiterer amerikanischer Flugzeugbauer ein ebenfalls sehr interessantes dreistrahliges Verkehrsflugzeug in die Luft und das war Lockheed. Die brachten da ihre TriStar in den Himmel. Dazu belegten auch noch Tupolev oder Ilyushin vergleichsweise große Teile des Marktes. Dann gab es noch weitere Flugzeughersteller wie beispielsweise Yakovlev oder Fokker oder de Havilland. Oder dazu war es auch noch die Zeit der neuen Concorde. Ihr merkt schon, das war damals im zivilen Flugzeugbau alles sehr viel vielfältiger, als es heute der Fall ist. Aber zurück zur DC-10. Man wollte damals ein Flugzeug auf den Markt bringen, das von seiner Kapazität her deutlich kleiner ist als die neue Boeing 747. Die war ja da gerade auch erst neu auf dem Markt erschienen. Aber man braucht halt eben nicht auf jeder Langstrecke immer gleich deutlich mehr als 500 Sitzplätze. Also die DC-10 sollte deutlich weniger Kapazität haben, sollte aber trotzdem auf den gleichen Langstrecken eingesetzt werden können, wie auch die Boeing 747. Das ist ein verständlicher Wunsch, oder nicht? McDonnell Douglas baute hier ein Flugzeug vor allem für American Airlines. Und wenn es für diese Fluggesellschaft funktionieren wird, dann wird es auch bei vielen anderen Airlines passen. Lockheed verfolgte daraufhin dieselbe Strategie, baute ebenfalls ein dreistrahliges Langstreckenflugzeug mit ähnlicher Kapazität und lieferte damit das direkte Konkurrenzmodell zur DC-10. Erstkunde für das neue Flugzeug war dann also American Airlines, United folgte kurz darauf. Erstflug dann im Jahr 1970, dann 1500 Teststunden, 1971 dann die Zulassung durch die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA. Bis dahin alles ganz normal, ein komplett neues Flugzeug,
bei dem alles in bester Ordnung zu sein schien. Die erste Version der DC-10, die damals auf den Markt gekommen ist, die konnte den eben erwähnten angestrebten Wunsch nach einem Langstreckenflugzeug mit etwas weniger Kapazität als bei der 747 noch nicht so ganz erfüllen. Etwa 6000 Kilometer Reichweite, das war noch ausbaufähig und generell ließ die Performance des Flugzeuges zu wünschen übrig. Aber auch hier war das schon Wettbewerbsdruck. Denn der direkte Konkurrent Lockheed wartete ja schon mit der etwas performanteren und etwas besser designten TriStar und dann lieber schnell mal eine in Anführungszeichen halbfertige DC-10 auf den Markt schmeißen und Hauptsache man kriegt das Flugzeug erst einmal bei ein paar Fluggesellschaften als Passagierflugzeug in die Luft. Das hat man geschafft und das zu angenehmen Preisen, zu angenehmen Konditionen. Und die DC-10, die hat funktioniert. Innerhalb weniger Monate wurde das Flugzeug durch den Hersteller dann immer weiter verbessert. Und innerhalb weniger Monate kamen also schon einige verbesserte Versionen der DC-10 auf den Markt. Man hat das Flugzeug quasi fertig entwickelt, zu einem runden Produkt gemacht, während die ersten Maschinen schon ausgeliefert wurden. Und das ist der erste Punkt, der uns auf jeden Fall bekannt vorkommen sollte. Falls ihr mal eine DC-10 irgendwo fliegen seht und wissen wollt, ob das jetzt eine von den verbesserten, optimierten Varianten ist, wie gesagt, die kamen ja schon einige Monate, nachdem da die ersten Maschinen ausgeliefert wurden, oder ob das jetzt eine von den ursprünglichen Versionen ist, dann schaut ihr am besten einfach auf das Hauptfahrwerk. Es gibt da zwar noch einige unterschiedliche Versionen und einige Details, die dann auch unterschiedlich sind zwischen diesen ganzen Flugzeugen, aber ohne auf die jetzt weiter eingehen zu wollen, am Hauptfahrwerk könnt ihr es dann meistens erkennen, denn die verbesserten, optimierten Varianten haben noch ein sogenanntes Center Main Gear, also die haben drei Hauptfahrwerksbeine, während die ursprünglichen Varianten eben nur zwei Hauptfahrwerksbeine haben, ganz normal links und rechts. Aber um die DC-10 und die Boeing 737 MAX jetzt wirklich besser vergleichen zu können, brauchen wir ja irgendetwas, was bei der DC-10 richtig schiefgelaufen ist. Rollen wir das Ganze mal von hinten auf. Von der DC-10 wurden insgesamt 446 Exemplare gebaut und ausgeliefert. Ist schon mal eine ganze Menge. Damit hat man es gerade so geschafft, das Flugzeug mit dem Flugzeug Geld zu verdienen. Das hat man hinbekommen. Und damit war man auch deutlich erfolgreicher als Lockheed mit ihrer TriStar. Davon konnte man nur 250 Exemplare bauen und verkaufen. Dazu profitierte die ab 1988 nicht mehr produzierte DC-10 wirklich noch von einem niedrigen Ölpreis Ende der 80er Jahre und reiselustigen Menschen. Das Flugzeug konnte also sehr lange bei den Fluggesellschaften eingesetzt werden, weil einfach nicht genug moderne Alternativen zur Verfügung standen, beziehungsweise nicht in der richtigen Stückzahl zur Verfügung standen. Man konnte das Flugzeug, die DC-10, immer noch sehr günstig mit vielen Leuten von A nach B schicken. Das hat noch lange funktioniert und so konnte das Flugzeug in den optimierten und verbesserten Varianten als DC-10-30 oder DC-10-40 auch auf dem Gebrauchtflugzeugmarkt noch ganz ordentlich etwas reißen. Man nutzte die Maschine, und das ist wichtig, also sehr lange und sehr viel im Passagierbetrieb. Ist aber natürlich trotzdem keine Entschuldigung für 55 Unfälle bei 446 ausgelieferten Flugzeugen, davon 32 Totalverluste und über 1200 Menschen haben dabei den Tod gefunden. Das klingt schon mal nach einer ganzen Menge, ist für die damalige Zeit aber tatsächlich eine ziemlich gute Sicherheitsstatistik, wenn man die ersten 5 Jahre des Flugzeuges rauslässt. Und da wird es dann wirklich interessant. Die neue DC-10 hatte damals nämlich einen fatalen Konstruktionsfehler. Und das sollte uns jetzt auch wieder bekannt vorkommen. Das ist nämlich wirklich vergleichbar mit der 737 MAX. Denn das, was da gerade aktuell mit diesem Flugzeug abgeht, das kann man auch durchaus als Konstruktionsfehler betrachten. Bei der DC-10 hat man damals Anfang der 1970er Jahre, da war das noch relativ neu, da hat man angefangen, Frachttüren nach außen hin öffnen zu lassen. Heute ist das absoluter Standard, ist aber auch heute kein Problem mehr, denn die Struktur, die eigentliche Struktur des Flugzeuges, die führt durch die Türen hindurch. Und wenn diese Türen dann geschlossen werden, dann ist die Struktur des Fliegers quasi dadurch wieder vollendet. Damals hingegen hat man in den Rumpf des Flugzeuges quasi erst einmal ein Loch reingeschnitten, um diese Frachttüren zu realisieren. Also man hat ein Loch reingeschnitten in die Struktur des Flugzeuges. Die Rumpfstruktur war an dieser Stelle dann unterbrochen. Dann hat man da eine Tür reingesetzt und hinter die Tür kam eine die Tür verschließende Mechanik. Das hat funktioniert. Das hat auch bei der DC-10 funktioniert und diese Mechanik, die man dort verbaut hat, dieser Verschließmechanismus, der war auch durchaus stark genug, um den Druckunterschieden, die im Reiseflug herrschen, um den Stand zu halten. Allerdings fand man dann heraus, dass trotz richtiger Handhabung von außen die Frachttür eventuell nicht richtig schließt. Und dann wird die ganze Geschichte problematisch und das war ein Fehler des Herstellers. Bereits im Juni 1972, also nicht einmal ein Jahr nach Indienststellung der DC-10, sorgte eine sich im Steigflug lösende hintere Frachttür einer American Airlines DC-10 dafür, dass es an Bord zu einer explosiven Dekompression kam. Dabei wurde aufgrund einer fehlenden Möglichkeit, Druckunterschiede innerhalb des Flugzeuges, also Druckunterschiede zwischen der Passagierkabine und dem Frachtraum auszugleichen, da gab es keine Möglichkeit für, dadurch wurde den Passagieren im hinteren Teil der Kabine durch die explosive Dekompression der Boden
Boden unter den Füßen weggerissen. Der Boden ist unter ihnen eingestürzt. Das wiederum sorgte dann dafür, dass die Piloten wichtige Hydraulikleitungen und dann auch wichtige Steuerflächen verloren haben. Das ist schlecht. Trotzdem haben sie es geschafft, das Flugzeug mit 67 Menschen an Bord mehr oder weniger sicher an den Boden zu bringen. Alle Passagiere und Crewmitglieder haben das überlebt. In der darauffolgenden Untersuchung fand man das Problem. Und was gab es dann? Es gab Vorschläge von der FAA, wie man das Problem lösen könnte. Der Flugzeughersteller hat es nicht getan, das Problem blieb bestehen. Und das, obwohl man jetzt von außen betrachtet ja auf jeden Fall sagen würde, dass die Warnung mehr als deutlich war und dass man so doch kein Flugzeug fliegen lassen kann. Gut, die Quittung kam dann knapp zwei Jahre später. Dort flog wieder die hintere Frachttür bei einer DC-10 raus. Während des Steigfluges, das war eine Turkish Airlines Maschine, die war gerade in Paris gestartet. Und bei diesem Flugzeug war es dann so, dass wieder die Kabine eingestürzt ist. Da aber ein bisschen mehr davon. Dann wurden etwas mehr Hydraulikleitungen beschädigt und das Flugzeug fiel unkontrollierbar vom Himmel. Dabei wurden alle 346 Menschen an Bord getötet. Und das ja alles tatsächlich nur aufgrund eines Konstruktionsfehlers, der zu dem Zeitpunkt schon längst bekannt war. Und dann gab es dann endlich mal Auflagen von der FAA, die dann besagten oder die dann forderten, dass McDonnell Douglas die Frachttüren der DC-10 überarbeiten muss. Das haben sie dann auch getan. Und siehe da, das Problem mit den Frachttüren, mit den rausfliegenden Frachttüren, das trat nie wieder auf. 1979 stürzte dann, nach weiteren Zwischenfällen mit der DC-10, aber das war der nächstgrößere Unfall, 1979 stürzte dann eine weitere DC-10 der American Airlines ab. Dort löste sich beim Start, beim Rotieren des Flugzeuges, das linke Triebwerk aus der Verankerung. Und das schlug dann nach oben hin über die Tragfläche, wobei es die Vorflügel an der Tragflächenvorderkante traf. Diese fuhren daraufhin ein. Das Flugzeug war zu langsam, um mit dieser Konfiguration vernünftig fliegen und steigen zu können. Dadurch geriet die linke, und zwar nur die linke Tragfläche, in einen Strömungsabriss. Und dazu kam der asymmetrische Schub, da das Triebwerk Nummer 1 jetzt nicht mehr verfügbar war, beziehungsweise gar nicht mehr im Flugzeug war. Das sorgte dann dafür, dass das Flugzeug nach dem Start, direkt nach dem Start, nach links abkippte, sich halb überschlug und dann 273 Menschen tötete. Bei den darauffolgenden Ermittlungen zu dem Unglück fand man dann heraus, dass man Wartungsfehler an der Triebwerksaufhängung der DC-10 dafür verantwortlich machen kann, in Kombination mit einem erneuten Konstruktionsfehler, der dafür gesorgt hat, dass die Slats, also die Vorflügel, bei dem Verlust des ersten Triebwerkes dann einfahren konnten. Normalerweise werden die nämlich immer bei allen möglichen Flugzeugen mit irgendwelchen mechanischen Vorrichtungen in Position gehalten, falls der Hydraulikdruck weggeht. Bei der DC-10 ist es so, dass die Slats, die Vorflügel, mit Hydraulikdruck in Position gehalten werden. Fällt der Hydraulikdruck jetzt weg, dann fahren die Slats ganz automatisch ein. Daraufhin wurde die Maschine in den USA für 5 Wochen gegroundet. Das Flugzeug blieb so lange am Boden. In den Medien machte der Flugzeughersteller und das Flugzeug, die DC-10 selbst, dann ungefähr ziemlich genau das durch, was gerade jetzt bei Boeing ansteht. McDonnell Douglas hat sich davon nie so richtig erholt. Boeing übernahm den angeschlagenen Flugzeugbauer McDonnell Douglas dann kurz vor der Jahrtausendwende. Ihr habt ja jetzt selbst gesehen, was hier eventuell bei diesen beiden Flugzeugtypen miteinander vergleichbar ist. Bei Boeing hat das Ganze wohl mittlerweile deutlich größere Ausmaße angenommen. Es sind deutlich mehr Flugzeuge davon betroffen, knapp 400 Stück, und es ist vor allem eine größere und sehr viel wichtigere Flugzeugfamilie davon betroffen. Vergleichbar ist dann wahrscheinlich noch das Handeln der Luftfahrtbehörde, der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Die haben hier scheinbar nicht aus Fehlern gelernt. Und wir können sehr gespannt sein, wie das alles noch weitergehen wird. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Lasst gerne ein bisschen Feedback zum Video da. Freue ich mich auch immer sehr drüber. T-Shirts wie dieses hier gibt es unter den Videos. Würde mich auch wie immer freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und tschüss.